Herzlich willkommen beim Kodoma Podview, eine Mischung aus Podcast und Interview mit Luzi und den Stimmen hinter den kleinen Stars vom Kodoma Marionettentheater. Gute Unterhaltung. Einen wunderschönen guten Buongiorno, hier bin ich wieder, euer Luzi. Und auch heute bin ich nicht alleine. Auch heute habe ich wieder eine wunderbare Sprecherin bei mir. Mittlerweile unter dem Pseudonym Tatze bekannt. Und ja, wo war Tatze schon überall zu hören? Tatze war zu hören natürlich ganz bekannt ab Oma Inge 3 als Enkel Fritz und dann natürlich auch in den Keduma Minis mit Oma Inge ebenfalls als Enkel Fritz und auch in einer Folge als adelige Frau. Auch später noch in den Keduma Minis zu hören als Patientin von Dr. No. Ne, da ist sie auch mit dabei. Und dann war sie auch tatsächlich in Gretel und Zauberer Zoppo zu hören. Man will es nicht glauben, aber tatsächlich. Und zwar hatte sie in Folge 5 die Dinosaurier gesprochen. Oder vielmehr den Dinosauriern eine Stimme gegeben. Ne? Denn abgesehen von dem T-Rex, der seine Stimme durch einen Computertrick bekam, hatte sie alle Dinos stimmlich übernommen. Ne? Sie hat es einmal eingesprochen und je nach Dinosaurier wurden dann die Geräusche, die von ihr imitiert waren, dementsprechend angepasst und angeglichen, dass die sich tiefer angehört haben oder höher oder gefährlicher oder wie auch immer, ne? Das, was dann in dem Moment gerade am passendsten war. Ich glaube, noch nie hatte ein Sprecher so wenig Text wie Tatze bei Gretel und Zauberer Zoppo. Dazu muss man aber auch sagen, das war improvisiert. Dann hatte sie auch noch den Fritz gesprochen in Keduma Lach- und Bettgeschichten. Ne, das war eher so ein Gastauftritt, aber auch da war sie präsent. Und ja, wann hat sie bei Keduma angefangen? 2018. Also noch gar nicht so lange her. Tatze ist übrigens eine der wenigen Sprecher oder Sprecherinnen in dem Fall, die das andere Geschlecht sprechen. Ne? Also ein Mann, der dann eine weibliche Figur spricht, beziehungsweise hier in diesem Fall bei Tatze eine Frau, die eine männliche Figur spricht, eine erwachsene Frau, die einen kleinen Jungen spricht. Besser kann's nicht gehen. Und jetzt habe ich sie tatsächlich neben mir, Tatze. Es freut mich riesig, dass du gesagt hast, jo, ich mache Quatsch mit. Du warst auch eine der ersten damals, die gesagt haben, jo, kriegen wir schon hin, kriegen wir schon gerockt. Da habe ich mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, ja, komm, gib ihm. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Das freut mich. Du
Als du angefangen hast mit dem Einsprechen für Keyuma, da hat man dich kennengelernt unter Shina Ochiya. Das ist jetzt vorbei. Du hast jetzt dir einen Namen ausgesucht, der einfacher auszusprechen und auch einfacher ist, sich zu merken. Und zwar Tatsu. Wie ist es dazu gekommen? Es fing damit an, dass allgemein der Name Shina Ochiya ein Name war, den ich mir damals im Internet einfach selber erstellt habe, aus meinem Lieblingsanime und einem Lieblingsspiel. Ich habe diesen Namen allerdings gegründet, als ich 11 war. Okay. Jetzt mittlerweile bin ich schon fast an die 30 und es war einfach Zeit für einen Wechsel. Oh, da habe ich deinen Namen sogar falsch ausgesprochen. Genau. Entschuldigung, ich bin schwarz, ich darf das. aber brauche ich mir jetzt eh nicht mehr zu merken, weil du heißt ja jetzt Tatsu. Richtig. Ja. Ich freue mich, dass es für dich leichter ist, ihn auszusprechen. Ja. Und sogar richtig kannst du ihn aussprechen. Ja, sogar richtig. Ja, Tatsu ist nicht so schwer. ich habe 20 schöne Fragen mitgebracht und dann bin ich mal auf deine Antworten gespannt. Frage 1. Welche Rolle war bislang deine Lieblingsrolle und warum? Also eine meiner Lieblingsrollen und die leichteste Rolle, muss ich sagen, war es, die Dinosaurier für dich zu sprechen. Ja. das wissen tatsächlich die wenigsten. Als die 5. Folge von Gretel und Zauberer Zorro veröffentlicht wurde und alle den Abspann lasen, da haben die gesagt: Welche Figur hatten die jetzt eingesprochen? Und ich so, sie hat tatsächlich den meisten Dinos. Ich glaube, abgesehen vom T-Rex, da wurde die Vertonung über den Computer gemacht. Da hast du tatsächlich den ganzen Dinos deine Stimme gegeben. War auch, glaube ich, am wenigsten Text, ne? Ich muss aber sagen, gerade weil es keiner erkannt hat, fand ich das am amüsantesten. Ja, und ich glaube, noch nie hatte ein Synchronsprecher bei Kelema so wenig Text wie du. Das stimmt. Ja, aber lustig. Und trotzdem war es ein wichtiger Text. Ja, das stimmt, ja. Die Dinos, die konnten ja nicht stumm sein, die mussten ja Geräusche von sich geben. Die, denen ich es dann gesagt habe, die waren allerdings unheimlich begeistert, also erst überrascht und dann total begeistert. War das dann auch waren das dann so deine Favoritenrollen, muss man ja sagen, oder hast du da so einen anderen Favorite? Ich muss sagen, einfach weil es so spontan war und so amüsant, auch in der Situationskomik, wie sich das alles ergeben hat, ist das wirklich etwas, das bei mir im Gedächtnis geblieben ist, woran ich mich dann auch immer wieder gerne erinnere. Ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, eins der einzigen Videos, die ich zweimal geguckt habe, weil ich teilweise es noch nicht mal geschafft habe, mich selber zu erkennen. Okay. Aber ansonsten doch, bei der adligen Frau hatte ich auch noch mein Vergnügen. Womit du mich allerdings immer wieder gefoltert hast, war mit der Rolle mit dem kleinen Enkel Fritz. Ja, genau. Also die adlige Frau, die ist im Keluma Mini Oma Inge Folge 9. ich habe mich darauf vorbereitet. Bin begeistert. Yay! Da konntest du ja auch deine, also so eigentlich von der Stimmlage her normal sprechen. Ja, bei Enkel Fritz, da musste ich dich foltern, ja. Mhm. Wie war das für dich, einen kleinen Jungen zu sprechen? Ja, im ersten Moment dachte ich mir, als du mich so oder so gefragt hattest, ob ich für dich eine Rolle spiele, habe ich 2 Tage geschmunzelt, als es hieß, ja, deine Stimme passt zu einem Jungen. Und ich dachte mir, toll, danke. Eine Frau will nichts Besseres hören, als dass es heißt, du bist voll maskuline Stimme, das passt zu einem Jungen, mach es. Ja. Ich war dementsprechend sehr am Überlegen und habe an meiner femininen Stimme gezweifelt und dachte mir, das war's, ich lasse mir den Bart wachsen. So schlimm. Frage 2. Wir sind nach über 5 Minuten schon zur Frage 2 gekommen. Du wolltest das haben, nicht ich. Herrlich. Frage 2, was sind charakterliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dir und deiner Lieblingsrolle? Jetzt müssen wir erstmal klarstellen, was ist jetzt überhaupt deine Lieblingsrolle? Es bleibt dabei, meine Lieblingsrolle ist der Dinosaurier. Okay, die Dinos, okay. Und für die, die mich privat kennen, wissen, ich kann sehr wohl ein Dinosaurier werden.
Aber du bist kein Dinosaurier, du bist ein paar Monate jünger als ein Dino. Ein Dino war auch mal jung. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich werde vielleicht nicht so alt wie einer, aber ein Dino war auch mal jung. Aber was sind denn da so charakterliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Also der Unterschied ist auf jeden Fall das Gewicht. Ja, das kann ich bestätigen. Ihr seht jetzt kein Bild von Tatze, sondern hört sie nur, aber ich kann bestätigen, ja, sie ist tatsächlich 2-3 Kilo leichter als so ein... Komm, 2,5. 2,5 Kilo leichter als so ein Dinosaurier. Okay, ja, das Gewicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ja, 2,5 Kilo machen sehr viel aus. Sehr viel. Ja. Und ich muss auch sagen, der Hauttyp ist auch ein bisschen anders. Meine Haut ist ein bisschen zarter und nicht so schuppig. Ja, das kann ich auch bestätigen. Frage 3. Hast du eine Lieblingsfigur, unabhängig davon, ob du dieser Figur schon mal deine Stimme geliehen hast oder nicht? Schwierig, muss ich sagen. Die sind alle scheiße. Ich muss sagen, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich finde nämlich, das ist so ein Gemisch aus allem. Es ist situationsbedingt. Ich kann mich nicht auf eine Figur jetzt festlegen. Es ist einfach der Moment, was da gerade passiert. Ich bin jemand, der sehr viel Humor mag. Und wenn einfach in diesem Moment es eine lustige Szene ist, dann mag ich jede Figur, egal wer es ist oder wer die Figur gesprochen hat. Was wäre denn zum Beispiel, wenn du jetzt nur mit dem Wort Keruma konfrontiert wirst, so also die erste Figur, an die du schlagartig denken musst? Fritz. Ne, also die Hauptcharaktere, an die ich sofort denke, sind natürlich die bekanntesten. Das wäre einmal Oma Inge, der Mann von Oma Inge, wobei ich bis heute immer noch am Überlegen bin, warum Oma Inge 20 Meter hoch ist und der Mann 10 Zentimeter. Ja, und natürlich Fritz. Also die drei habe ich immer so als Comedy im Kopf. Und das ist das Erste, woran ich denke. Ja. Zu der Frage, warum Opa Herbert so klein ist, kann ich dir tatsächlich beantworten. Opa Herbert hatte sehr viel Wissen, was für den Krieg von Bedeutung war. Er hat aber sehr oft an der Front gekämpft und hat dadurch Arme und Beine verloren nach dem Krieg hat er dann halt nur Kinderprothesen bekommen, weil nichts vorhanden war und irgendwann hat er sich damit arrangiert und hat gesagt, ja passt schon und er hat sich damit wohlgefühlt und deswegen ist er so extremst klein, was Oma Inge natürlich lustig findet, weil sie dann immer sagt, ja das ist ein abgebrochener Gartenzwerg, aber tatsächlich geht's auf den Krieg zurück. Er hat keine richtigen Hände mehr und keine richtigen Beine. Und Oma Inge findet es dann halt witzig, dass sie Behindertenwitze auf seine Kosten machen kann und das noch nicht mal unbegründet. Okay. Ja. Ich habe erst gedacht, dir wäre das Material beim Bauen ausgegangen, aber in Ordnung. Das ist doch immer eine schöne Erklärung. Ja, das eine ist die offizielle, das andere ist die inoffizielle Erklärung. tatsächlich ist die Figur von Opa Herbert, ich glaube, sogar ein bisschen älter als Sud. Und Oma Inge, die kam erst 2007 oder 2008 dazu. Und da gab es Opa Herbert schon sehr, sehr lange als Figur. Frage 4. Was gefällt dir beim Synchronisieren am besten? Ich muss sagen, die gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt. Und umso mehr Synchronsprecher du an einem Tag zusammenrufst und umso mehr Leute wir sind, umso amüsanter, aber auch chaotischer wird es dann. Und ja. Das sind dann einfach Tage, die mag ich. Je mehr Chaos und je länger wir teilweise für das Synchronisieren brauchen, weil die anderen sich an einer anderen Ecke dann einfach nur schlapplachen, das ist dann einfach ein Tag, der ist für mich gelungen. Und deswegen mag ich es auch eigentlich sehr gerne, beim Synchronisieren dabei zu sein. Und besonders noch mehr mag ich es, wenn du dann sagst, yo Leute, wir treffen uns alle an einem Tag. Ja. Ich darf dich daran erinnern, als wir damals für die Keruma Minis 5 Stunden gebraucht haben. Genau. Ne? Da haben wir den Enkel Fritz angesprochen, die adlige Frau, Enkel Klaus und so weiter. Du meinst, wo wir für 5 Minuten Synchronsprecherei, ich glaube, 5 Stunden gebraucht haben? Ja, so gefühlt, genau. Das war ein sehr toller Tag. Genau, da haben wir ja auch noch so eine Idee angefangen auszuarbeiten.
zu so einer zu einem Film oder einer Miniserie ist immer noch in Arbeit. Wir kommen dann voraussichtlich 2024 erscheinen. Das wäre zumindest was Geiles für das Jubiläum. Siehst du? Auf jeden Fall. Und ja, stimmt, ne? So eine Scheißhaus-Idee, die aber sprießt voll Elan und Humor, die kann halt nur wirklich, wie du schon sagtest, entstehen, wenn ganz, ganz viele verrückte Leute an einem Tag zusammensitzen. Genau. Frage 5. Was würdest du bei Kenuma für ein Projekt machen wollen, wenn du für eine Woche Chef sein dürftest? Ich bin jemand, der sehr viel liest und eigentlich sehr gute Geschichten mag. Ich weiß nicht, wie das rechtlich bedingt möglich ist, aber ich würde auf jeden Fall versuchen, etwas Moderneres zu gestalten. Traumschiff. Na, nichts Traumschiff, das ist doch gar nicht für mich. Rosamunde Pilcher. Ah, du bist doch furchtbar. Drei Mann in einem Boot. Das zum Thema Modern, in welchem Jahrhundert wurde das denn gespielt? Ja, das ist schon ein paar Tage her. Ich weiß nicht, wie das rechtlich bedingt möglich ist, aber zum Beispiel, was weiß ich, such dir irgendwelche Charaktere aus. Und die landen plötzlich in irgendeiner Serie, weil die aufgrund eines wissenschaftlichen Projektes hin und her switchen und plötzlich in einer anderen Dimension sind, aber in einer Dimension von Serien und nur noch hin und her switchen. Heißt zum Beispiel, die sind plötzlich, sag ich jetzt mal, in einem Fernsehsender und dort läuft Pokémon und dann plötzlich versuchen die da auszubrechen und sind plötzlich bei mitten im Leben. Ja. Sowas stelle ich mir sehr amüsant vor, hat gleichzeitig mit Comedy zu tun und gleichzeitig doch hat es einfach mit etwas zu tun, was uns in dieser momentanen Zeit auch ganz oft begegnet. Anders wiederum mag ich auch sehr mittelalterliche Geschichten. Wahrscheinlich würde ich auch etwas mit Fabelwesen in, was weiß ich, welchen Jahrhundert machen, damals zur Ritterzeit. Im 23. Jahrhundert. Im 23. Jahrhundert. Die Älteren von uns erinnern sich. Genau. Da sind wir wieder bei den Dinosauriern. Richtig, ja. Ich mag Fabelwesen, alles. Dementsprechend würde ich mir auf jeden Fall eine Geschichte ausdenken, in dem auf jeden Fall Drachen, Einhörner oder Hippogreife vorkommen. Okay. Weil ich einfach diese Fabelwesen faszinierend finde. Ja. Ja, klingt doch gut. Also, wenn dir da irgendwann nachts um halb eins eine Geschichte in den Kopf kommt, dann alles aufschreiben. Super. Frage 6. Guckst du dir die fertigen Filme oder Serien auch an oder distanzierst du dich privat von den Projekten? Kommt auch wieder drauf an, was da läuft und was für eine Geschichte es ist. Wie gesagt, eine Geschichte muss mich fesseln. Ja. Ich versuche immer wieder etwas von dir zu sehen. Wenn ich aber schon nach der ersten Folge feststelle, die Geschichte hat mich nicht gepackt, dann tut es mir leid, gucke ich nicht weiter. Ja, kann ich gut verstehen. Ich gucke auch nicht alles. Also das ist dann mal so. Genau. Okay. Wie stehst du zu den Projekten, wo du selber dran mit beteiligt warst? Genau dieselbe Situation. Ich versuche sie mir dann anzugucken, meistens aber spule ich sogar vor, wo ich zu hören bin, um herauszufinden, wie hast du alles bearbeitet, wie hast du es reingeschnitten. Ja, ich bin dafür ja nicht verantwortlich, das ist ja der Sud. Ich gucke nur hin und wieder über die Schultern und bin am meisten immer der Boomer. Ja, aber irgendjemandem muss ich das ja sagen. Ja, ja, genau. Wenn du in der Nähe bist, dann bist du halt derjenige, der sich das anhören muss. Ja, ich bin schwarz und bin der Boomer der Republik. Das ist klar, ja. Irgendeiner muss der Schwarze sein. Ja, ja, natürlich. Ja. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Da fühle ich mich immer angesprochen. Ach, wie kommt's? Ich weiß es nicht. Ach. Frage 7. Von welchem Film oder welcher Serie würdest du dir bei Kenuma eine Fortsetzung wünschen? Von keiner, die mal alle Scheiße. Ja, mach einfach mehr Miniserien, die nicht stundenlang gehen. Ja. 5 Minuten Podcasts, 5 Minuten Mini-Kurzgeschichten, einfach mit ein bisschen Humor und etwas zum Lachen würde auch mal gut sein. Ich habe nicht immer Zeit, 30 Minuten mir alles anzugucken. Kannst ja jeden Tag 5 Minuten gucken. Hängst du an einem Projekt eine Woche? Oh Gott, nein, danke. Also mehr von den Kedoma-Minis. Mehr Minisachen wären gut. Ja. Aber wie gesagt, wenn es auch eine gute Geschichte wäre, würde ich mir sogar die 30 Minuten antun. Wenn es eine gute Geschichte wäre, also war da noch keine gute Geschichte. Noch nicht, tut mir leid. Also. Ja. So, dann machst du irgendwas verkehrt. Du merkst die Gemeinsamkeit zum Dinosaurier. Ja, genau. Frage 8.
Was für eine Rolle würdest du gerne mal einsprechen und warum? Ich muss sagen, einfach mal nur, weil ich darauf Lust hätte, wenn das in Zukunft irgendwann mal geplant ist, etwas, das auch zu meinem Namen passt. Irgendwas mit einer Tatze. Irgendwas mit einer Tatze. Also, kann ja vom Bär bis über ein Löwe sein, ne? Es können auch Fabelwesen sein, es kann sogar eine kleine Maus sein. Das kann auch eine kleine Maus. Glitzekleine Tänzchen. Das stimmt, das stimmt. Also, mal so Tier- oder Fabeltierrollen. Genau. Frage 9. Welche Projekte machen dir mehr Spaß? Projekte für Kinder oder für Jugendliche und Erwachsene? Und warum? Da muss ich sagen, macht eigentlich beides Spaß, wie ich schon gesagt habe. Ich habe einfach nur Spaß allgemein mit der ganzen Zeit, die Zeit miteinander zu verbringen, zusammen das alles da zu besprechen. Da kann ich mich auf nichts festlegen. Ja. Frage 10. Was ist deine schönste Erinnerung an Kilimor? Die 5 Stunden Synchronsprechen. Da kam ja auch viel Cooles bei rum. Richtig, keine Frage. Ich erinnere mich auch gerne noch an die ganz alten Synchronzeiten, besonders wie es noch angefangen hat. Aber meine Lieblingserinnerung ist wirklich, wo wir 5 Stunden versucht haben, etwas aufzunehmen, aber auch wirklich 5 Stunden die Aufnahme lief. Ja, das stimmt, das ist eine riesengroße Aufnahme. Ja. Ich weiß nicht, wie oft Suzi sich die Aufnahme anhören musste, um die ganzen Punkte für dieses Comedy-Projekt rauszuschreiben, damit er da sich so langsam Überblick verschaffen kann. Aber es waren schon einige Male. Sag mal, mache ich dich nervös oder warum sagst du ständig M? Ich bin einfach so, ich weiß nicht warum. Katastrophe. Ja, ganz, ganz schlimm. Wenn man jedes Mal einen trinken würde, wenn du M sagst, dann wäre das ein kurzer Abend. Dann wäre das Video jetzt ein richtig passendes Trinkspiel. Das stimmt. Leute, denkt drüber nach. Ich weiß aber auch nicht. Ich denke mal, das habe ich von Suits übernommen. So eine ganz, ganz beschissene Eigenschaft. Ich war damals noch schlimmer, dann habe ich statt M gesagt. Oh Gott. Ja, von daher habe ich mich verbessert. Frage 11. Warum hast du dich entschlossen, für Synchronisieren bei Kelima zwischendurch deine Freizeit zu opfern? Hatte ich eine Wahl? Das weiß ich nicht. Dann frag mal den Süd. Der wird bestimmt sagen, ja, 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 natürlich, natürlich, natürlich. Ach, der würde jetzt echt lügen? Das weiß ich nicht. Ach. Also, Sud hat dich gefragt und du hast gesagt, ja, mach mal. Er sagte, oh bitte, mach. Ich brauche dich unbedingt. Ja, ich hatte doch keine Wahl. Ja, war ich ja sehr nah dran. Ganz nah. Ganz nah. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin froh, dass du stimmlich ein Teil von den Kilimor-Filmen bist. Ach gut. Ja. Ich muss ein bisschen schlagen. Ja, ich merke schon, das klang so echt, weißt du, so richtig, ist das so authentisch rübergekommen. Ja, vielen Dank. Ich habe dir das richtig abgekauft. Ja, ich habe ein paar Stimmen vom Spiegel geübt. während ich an mir rumgespielt habe, habe ich dann so... Ja, toll. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als eine Schokolade, die an sich rumspielt. Super, weiter. Dann wirst du heute Nacht von träumen. Ein Albtraum. Ich wollte gerade sagen, ich bleib die Nacht wach. Du hast dann keine Angst mehr, dass ein Monster unter deinem Bett ist, sondern ich. Die Definition von ach, hab Angst vor dem schwarzen Mann wird sich sofort verändern. Wir werden langsam hier rassistisch. Wie gut, dass ich schwarz bin, dann kann man es nicht für ernst nehmen. Ich bin nur eine kleine Tatze. Ja, genau, eine ganz, ganz kleine. Frage 12. Vervollständige bitte folgenden Satz mit einem Wort. Kelima ist für mich... Verrückt. Verrückt, ja. Das verrückt ist sowohl positiv ja, als auch negativ. Ja, 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 habe ich schon verstanden. Deswegen bleibe ich bei verrückt. Ja, habe ich schon verstanden. Ist okay. Mhm. Ist okay. Mhm. Ist voll okay. Sind wir nicht alle verrückt? Nein, ich nicht. Ich bin schwarz. Nein, nein, nein. Ja. Du bist nicht verrückt. Nein. Ja, ich bin der Normalste. Auf jeden Fall. Ja.
Ich esse abends Nutella mit sauren Gurken und Bockwurst. Deswegen ist die Marmelade bitte nicht da drauf. Wie pervers bist du denn? Lässt du die Marmelade weg? Ja, deswegen bin ich ja pervers. Ja, dann. Ja. Verstehe ich. Genauso wie Erdnussbutter mit Sardinen, ne? Oh, das ist lecker! Bah! Oder Wurstwasser mit, wie heißt das, wenn du was ins Wasser tust und das hat dann den Geschmack. Sirup. Nein, Aroma war das nicht. Sirup. Wurstwasser mit Erdbeersirup. Kenn ich nur mit Gurkenwasser. Lecker. Hier haben sich zwei Feinschmecker gefunden. Ja. Wäre das nicht auch mal eine Idee? Kochen für Anfänger? Ja, Kochen für Anfänger. Ich glaube, das ist eher Kochen fürs Abnehmen, weil es da einmal in ein Gericht von mir reinfängst, dann zu kübeln. Und nicht nur einmal, ich glaube, danach bist du zwei Wochen auf Diät. Das ist so zwei Wochen am Pott. Herrlich. Wenn ihr auch so super tolle Rezeptideen habt, dann schreibt die doch ganz gerne mal in die Kommentare. Irgendwie so Vanillepudding mit Harzer Käse oder so. Wir freuen uns da auf eure Kommentare. Oder Beefy mit Ahoi-Brause. Boah, das ist jetzt wirklich pervers. Das wäre eine Idee, du musst es probieren. Muss ich nicht. Doch. Ich bin schwarz, ich muss es gerade nicht. Gerade deswegen musst du es probieren. Ich habe fast 500 Jahre für Menschenrechte gekämpft, weil ich schwarz bin. Und deswegen kriegst du eine Beefy mit Ahoi-Brause. Boah, ekelhaft. Das weißt du nicht, du hast es noch nicht probiert. Also Leute, schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ihr wirklich sowas Perverses wollt, dann soll das der Sud für mich übernehmen, dann packen wir das in die... Ihr wollt es. In das Maul. Ist das, was ich gucke. Ja, weißt du, so Perverses guckst du dir an, ne? Comedy, ich find's lustig. Ja, alles klar, das nächste Mal machen wir ein Puppenporno mit Comedy, das schaust du dir an, ne? Wer was? Ohne Worte. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann, ich komme da aus der Nummer sowieso nicht mal raus, in die Kommentare, genau, ein Like, ein Abo hinterlassen, damit wir genau wissen, ihr wollt es. Genau, dann zwingen wir Sud, dass er sich da mal so einen Schmackofatz gönnt. Du bist so widerlich. Mit dir mache ich kein Portium mehr. Gerade deswegen wirst du noch mal eins mit mir machen wollen. Um Gottes Willen. Ja, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwann noch mal ein Portfolio mit Tatze haben wollt. Da sind wir wieder beim M. Ja, und schon wieder Wein getrunken. Ja, Prost. Hol den Wodka raus. Ich sag dazu nichts mehr. Frage, bei welcher Frage sind wir eigentlich? Frage 13. Gibt es eine Aufgabe bei Keduma, abgesehen vom Synchronisieren, welche du mal austesten wollen würdest und wenn ja, welche und warum? Was ich nicht unbedingt austesten würde, sondern ich würde es einfach irgendwann mal machen. Ich weiß noch nicht wann und was dabei rauskommen wird, aber ich habe mir wirklich vorgenommen, irgendwann habe ich vor, dir etwas zu schreiben und es dir zu geben, dass du daraus machen kannst, was du möchtest. Du kannst schreiben? Stell dir mal vor, ich krieg die Worte sogar hin. Obwohl du eine Frau bist, kannst du schreiben. Boah, sei froh, Wahnsinn, dass du schwarz bist. Wahnsinn, wir haben hier sei auch froh, dass du schwarz bist, ne? Aber wir haben ja auch gebildete Frauen, es ist der Hammer. Also, dass du lesen kannst, das weiß ich, sonst hättest du den Text nicht einsprechen bist können. Bist du dir sicher, dass mir das nicht jemand vorsagt? Ich weiß es nicht, ich bin ja nicht dabei, wenn aufgenommen wird. Da hänge ich ja immer lieblos im Puppenfundus neben den anderen Puppen. Ich würde mir Gedanken machen, warum du da lieblos liegst. Weil ich da nicht gebraucht werde. Vielleicht bist du einfach nur nicht erwünscht. Weil ich schwarz genau bin. Genau. Ich bin jetzt echt am Fragen, ob Sud den Podio überhaupt veröffentlichen darf, weil der so rassistisch wird. Ganz, ganz böse. Also wir haben echt Glück, dass ich tatsächlich schwarz bin. Deswegen. Ja. Und du nutzt es aus, Tatze. Böse, böse, ja, böse. Ja. Das ist der Unterschied zwischen Tatze und Fritz. Fritz würde sich sowas nicht trauen. Hoffe ich, glaube ich. Aber Tatze.
Ja, vielleicht würde sich Fritz sowas trauen, wenn Tatze ihm einen Floh ins Ohr gesetzt hat. Dir würde ich zutrauen, dass du Fritz dazu anstiftest. Auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich das alles auf sein Alter schieben. Auf jeden Überfall. Frage 14. Gibt es etwas, was du schon immer über Kenuma wissen wolltest und wenn ja, was? Wie kam es dazu, dass du damit anfangen musst? Gott sei Dank. Das war der erste Moment, dass du auf die Idee kamst. Gott sei Dank, ich habe gedacht, du fragst, warum ist Luzi schwarz? Das hat tatsächlich Manu gefragt. Die Antwort, die hört ihr dann, oder habt ihr vielleicht schon gehört im Couchview mit Manu M und Ramona M. Wie hat es angefangen? Sud hat mich. Flasche wäre leer. Azut hat mich damals gefunden gehabt, komplett kaputt und auf einem ich hatte große Löcher zwischen meinen Beinen. Und dann sagst du zu mir, und war aufblasbar. Und war aufblasbar. Und war benutzt. Und ich habe gerochen nach Backfisch. Nein, ich war eine Puppe, die Sud gefunden hat und ich wurde, glaube ich, für 5 oder 10 Mark von Sud gekauft und dann hat er mich als Marionette umgebastelt und ja, dann war ich plötzlich da. Und hab mir so gedacht, ja, und jetzt? Und Sud meinte so, ja, keine Ahnung, aber dich nehme ich noch nicht für mein Marionettentheater. Und dann kam ich erst 2004 dazu, also seit 2003 gibt's ja Kenuma und ab 2004 bin ich erst dabei. Hat also ein ganzes Jahr ohne mich gemacht, der Mistkerl. Und ja, ich habe da irgendwie Spaß dran gehabt. Also ich fand das cool, andere zum Lachen zu bringen, anderen eine Freude zu machen und im Rampenlicht zu stehen. Ich bin eine Rampensau, deswegen bin ich auch so oft in den Videos zu sehen. Luzi erklärt, Luzi bereist, das nächste Mal gibt's keine Ahnung, Luzi schwängert, ich weiß es nicht. Teilweise war ich schon am Überlegen, ob der Sud keine anderen Marionetten hat, aber okay. Ja, das, ich bin immer der Buhmann. Tatsächlich heiße ich auch, das ist jetzt kein Scherz, ich heiße tatsächlich Luzi, weil Luzi die Abkürzung von Lucifer ist, weil sich Sud gedacht hat, ja, der ist, also nicht weil ich schwarz bin, so böse war Sud dann doch nicht, er hat sich gedacht, Lucifer und zack. Also Lucifer ist ja in den verschiedensten Rollen unterwegs, um die Menschen zu verführen oder die Seelen zu bekommen. Und ich bin ja auch in den verschiedensten Rollen zu sehen in den Geschichten. Und deswegen hatte Sud mich Luzi genannt, auf Anspielung von Lucifer, der Dreckskerl. Also irgendwie bin ich immer der Buhmann für alles und jeden. Also wenn ich das mal so nebenbei sagen darf, mein Hund, der Luke heißt, wird auf polnische Art Lucek genannt. Also das finde ich eine sehr amüsante Art, euch miteinander auch zu verbinden. Du Köter. Lucek heißt Köter. Nein, Lucek heißt Luke. Okay. Das ist nie die polnische Art. Also hat dann jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, dass das ein Schimpfwort ist? Nein, nein, dein Namen vergleiche ich nur mit dem Namen meines Köters. Danke. Und das, weil ich schwarz bin, nein, ne? Das hat diesmal nur mit deinem Namen was zu tun. Okay. Mein Hund ist auch braun. Aber du willst dich rausrücken. Das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, aber mein Hund ist auch braun. Ja, ja, ist okay. Er ist aber heller. Ist okay. Ist okay. Ist der so hell wie meine Geschwister Esme und Jack? Oder ist der heller oder ist der dunkler? Er ist goldig. Er ist goldbraun, wie ein Toastbrot, das angebrannt ist. Ja, dann ist wenn er glaube ich heller. Wenn du jetzt sagst, dass du deine Geschwister mit einem Toastbrot, das angebrannt ist, vergleichen möchtest, das hast du gesagt. Offiziell nicht, aber wenn der Podio gleich zu Ende ist, dann kann man darüber noch mal diskutieren.
Gibt es eine Aufgabe bei Kiruma, abgesehen vom Synchronisieren, welche du mal austesten wollen würdest und wenn ja, welche und warum? Nein, gibt nichts. Warum? Kein Bock. Nein, gibt nichts. Gut. Sei doch mal froh, dass eine Frage innerhalb von 5 Minuten beantwortet werden konnte. Innerhalb von 5 Minuten, yes. Gut, Frage 14. Wir kommen voran. Sie hat kommen gesagt. Toastbrot. Frage 69. Frage 14. Gibt es etwas, was du schon immer über Kiruma wissen wolltest? Waren wir da nicht schon? Ich werde alt. Wir waren bei 15, dann haben wir das andere auch schon. Boah, Leute, ich... Was ich, war denn Frage 15? Ja, ich... Ganz ehrlich, ich muss hier raus, ey. Die Frau macht mich fertig. Frage 15. Wenn du in die fiktiven Kiruma-Länder, Sultanien oder Euland reisen dürftest, um dort für 2 Wochen Urlaub zu machen, welche 3 Sachen würdest du mitnehmen? Schwierige Frage. Wenn du jetzt sagst, den Luzi, nur weil ich schwarz bin, ich bin keine Sache. Obwohl ich bin eine Puppe. Aber ja, egal. Das wollte ich jetzt gerade nicht so kommentieren. Gut. Ich würde mir auf jeden Fall Gesellschaft nehmen. Wen, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, auf wen ich Lust hätte. Und damit rede ich jetzt nicht von der Lust, woran du jetzt wahrscheinlich gerade... Das hast du jetzt gesagt. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten. Ich habe das doch schon gesehen, wie du schon geguckt hast. Aufblasbar und so. Ansonsten, wenn eine Person nicht zählt, würde ich... Eine Person ist kein Gegenstand. Das kann man sehen, wie man möchte. Das Thema hatte Manuel aber auch. Ich packe meine Frau in den Koffer. Siehst du? Ich bin kein Gegenstand. Hat es aber nicht. Wie groß ist der Koffer? Das ist eine gute Frage. Ja, ich würde so sagen, keine Ahnung, Meter mal Meter. Das ist zu klein, sonst hätte ich ein Wohnmobil mitgenommen. Du packst ein Wohnmobil in den Koffer? Deswegen sage ich doch, wie groß ist der Koffer? Ich würde einen Koffer ins Wohnmobil packen, aber nicht in Wohnmobil. Denk an den Film Fantastische Tierwesen, der hat ja auch alles im Koffer. Das ist richtig. So einen Koffer will ich. Oh, nee, den kriegst du nicht. Aber so einen möchte ich. Nee, den kriegst du nicht. Doch, so einen Koffer nehme ich mit. Und dann wirst du da einen Wohnwagen reinpacken? Ich würde in den Koffer wohnen. Du wirst in den Koffer wohnen? Ja. Was wären denn dann die 3 wichtigsten Sachen, die du da reinpacken und wollen würdest? Daraufhin, dass der Koffer eine sehr, sehr große Größe hat, ja, eine sehr, sehr große wären Größe. Auf jeden Fall die liebsten Menschen, die ich habe. Menschen sind keine Gegenstände. Kannst du sehen, wie du willst. Och nö, das Glaubenlöffel wurde abgeschafft. Das ist noch nicht offiziell bestätigt. Voll. Boah, ey, die Frau ist rassistisch. Du machst dir ja gerade deine ganzen Fans kaputt. Nein. Fans, die mich wirklich mögen, finden das toll. Ja, ich glaube, nach dem Podview, wenn der veröffentlicht wird, hast du dann auf einmal noch mehr Fans. Ne? Dann würde ich mir Sorgen machen. Musst du mir auf jeden Fall berichten. Ja, schreib es alles unten in die Kommentare. Ja. Also ich kann schon mal bestätigen, ihr braucht keine Sorge haben, Tatze hat keine weiße Kutte mit einer spitzen Mütze. Ich bin eigentlich voll ein liebenswerter Mensch. Ja, das stimmt, ja. Voll liebenswert, herzlich. Ja, voll. Liebevoll. Ja, voll. Humor. Ja, voll. Ja. Humorvoll. Ja. Boah, der war jetzt liebevoll, schlecht. Humorvoll. Voll, ja. Voll, ist gut. Ja, voll, voll. Ich bin voll. Ja, dann merkt nach den ganzen M's bin ich voll. Okay, weiter. Ich nehme meinen fantastischen Tierwesen-Koffer, dann habe ich alles. Ja, so eine Antwort habe ich auch noch nicht gekriegt. Ja, super. Gut, ja, du hast dann alles, was du brauchst. Frage 16. Was machst du, um dich in deine Rollen einzufühlen? Ich lese mir erstmal alles durch. Und zwar nicht nur meine Texte, sondern auch die Texte von den anderen, damit ich die Situation verstehe. Ich lasse mir vom Süd erzählen, was für einen Charakter haben diese Erzählungen. Also das, was ich da spreche, sei es ein Dinosaurier, der gerade böse ist, sei es eine adlige Frau. Ich frage, um passend die Stimme auch rüberbringen zu können, wie
die Leute so sind, was für einen Charakter die haben. Sind sie eingebildet? Weil dann erhöht man automatisch die Stimme, betont natürlich alles viel eingebildeter. Oder wenn man zum Beispiel so ein unruhiger Enkel ist, der total hebelig ist, dann dementsprechend passt man sich auch diesen Text an. Ja. Boah, war das eine tolle Antwort. Da bist du mal nicht auf meine Hautfarbe eingegangen. Ganz toll, ich bin stolz auf dich. Ich glaube, das Video wird gesperrt. Ja, ich glaube auch. Schreib mal in die Kommentare. Das ist nicht liegen, das spürt mich nicht. Frage 17. Hältst du dich immer streng ans Drehbuch oder improvisierst du auch mal? Ist dem Süd wahrscheinlich noch nie aufgefallen. Ich habe fast immer improvisiert. Ich habe seine Texte immer ein bisschen so angepasst, dass es mir besser zum Reden war. Ja. Ist dem Süd aber tatsächlich einige Male aufgefallen, aber er fand's gut. Ja. Ja. Ich mach mein Ding, wie ich es will. Ja, sie hat Ding gesagt. Das Video wird auf jeden Fall gesperrt, aber ich kann nicht Schuld daran. Ist das herrlich. Aber ganz ehrlich, der Podview mit Manuel und Ramona, der war noch schlimmer. Also wenn der nicht gesperrt wird, dann mache ich mir wegen unserem Podview keine Sorgen. Dann bin ich ja noch froh. Ich habe mich schon extra zurückgehalten. Der war richtig schlimm. Da ging es alle 2 Sekunden um Bukake-Partys und um Gummispinnen. Ach du je. Ja. Was anderes habe ich nicht erwartet. Warum Gummispinnen? Ja, Ramona hatte eine Gummispinne gefunden, wo die in den Hinterleib ein Loch gemacht hat, um den Hinterleib über ein Feuerzeug zu stülpen, um es dann nach dem Manu gegen den Kopf zu werfen. Ja. Und immer wenn sich Manu beschwert hat, dann hat Ramona geschrien, Bukake Party. Ist das herrlich, wir haben das Niveau erreicht vom heutigen Abend. Ne? Wir haben es geschafft. Ja, da wo wir uns am wohlsten fühlen. Mhm. Ja, ganz toll. Frage 18. Oh mein Gott, wir haben es bald geschafft. Ja, wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft und ich bin jetzt schon geschafft. Richtig, du machst mich fertig. Wie schwer ist es für dich, Emotionen und Gefühle in deine Rollen zu stecken? Ich meine, du hast ja eine Emotionsbreite von einem labbrigen Toast. Ja, toll, danke. Da sind wir wieder beim verbrannten Toastbrot, ja. Ich brauchte einen passenden Übergang. Das war ich nicht, das war das Sofa. Ja, 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 klar, natürlich. Vielleicht konnte man es ja nicht hören. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe eigentlich kein Problem damit, mit den Emotionen. Wenn du jetzt von mir verlangen würdest, gib mir eine Synchronsprecherei, wo du sofort weinst, obwohl ich 5 Minuten vorher was Lustiges erzählt, da habe ich kein Problem mit. Ich kann dir wirklich alles davor täuschen, was du willst. Ja, hast du es kapiert, ne? Nach dem Blick, ja, boah, schade, dass wir hier nicht auf Filmen sind. Der Blick, der Mann. Ich bin zwar schwarz, aber ich glaube, ich gehe gleich mit einem puderroten Kopf nach Hause. Den würde man nicht erkennen. Meine Güte. Aber meinst du, weil draußen dunkel ist, ne? Das hast du gesagt. Ja. Draußen ist genauso dunkel wie meine Haut. Wo bin ich hier nur reingeraten? Ja, also solche Sprecher hat Keluma, ich fass es nicht. Und trotzdem hast du das ja all die Jahre noch durchgehalten. Oder? Ja, ja, ja. Aber da könnt ihr dann auch nochmal ganz toll vergleichen. Vergleiche ziehen zu adeligen Frau, zu Fritz, ja, zu Nino sowieso und zu Tatze. Alles ich? das ist ein großer Meilenstein. Ja, dass du selber bist, ja, das habe ich auch gemerkt. Ja, super, dass das auch bei dir mal angekommen ist. Ich bin stolz, ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Frage 19. Was wolltest du schon immer mal deinen 10.000 gekauften Fans auf, keine Ahnung, auf Chatroulette sagen? Was ich denen sagen möchte oder was ich die fragen möchte? Das ist mir egal, hau raus, der Podview ist eh durch den Kakao gezogen. Wie kommt es, dass ihr das alles guckt? Was reizt euch dabei? Welche Geschichten findet ihr am besten? Was habt ihr für Veränderungsvorschläge? Habt ihr eigene Wünsche oder gibt es etwas, wovon ihr noch mehr sehen möchtet? Ja, den nächsten Portrait, den gebe ich an dich ab. Ne, ich mache dann gar nicht mehr. es ist ja noch
eine Frage. Wie könnten wir einen Podview mit Sud machen? Weil ich kann Sud nicht interviewen, weil wir komischerweise ein und dieselbe Stimme haben. Wie kommt das bloß? Deswegen brauchen wir irgendeinen... Dann müsstest du auf den Moment warten, wenn Sud erkältet ist, heiser ist, weil er gerade eine Bildernacht hinter sich hat. Ja, ich glaube auch. Ja, sonst hätte ich gesagt, bei dem Podview mit Sud, dann kannst du dem die Fragen stellen. Ach, habe ich kein Problem mit, ist mir egal. Ja, alles klar, dann machen wir. Solange ich nicht schon wieder irgendeine krächzige Stimme nach ihm muss. Nö. Oh Gott sei Dank. Dann habe ich kein Problem damit. Du interviewst so dann nicht als Fritz, sondern als Dino. Das wird amüsant. Ja, das wird amüsant, das will ich sehen. Die erste Frage. Ja genau, das können wir noch voruntertiteln. Genau. Das wäre amüsant, oder? Ich würde es grauselig finden. Ich fände es furchtbar, die ganze Zeit diese Dino-Geräusche zu machen. Ja. Nein, du könntest dann bestimmt... Ja, gut, ne, also, ja. Mhm. Du hast ja da nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Dann als adlige Frau, die hat keinen Charakter, dann kannst du ja entweder nur als du selber, als Tatze, oder als... Wäre mein Favorit. Ja, ne? Ja. Ne, alles klar. Also, das machen wir nicht mehr heute, sondern dann beim nächsten 2023. Besuch. Ja, genau. Ehrlich. Ja, das war das, was du die Fans fragen wolltest. Was willst du denn den Fans sagen, die deine Stimme toll finden, die die Filme toll finden, wo du mitgesprochen hast, die deine Rollen toll finden? Also ich bin jetzt mal ehrlich. Wow, ich habe Fans. Ja, tatsächlich. Ich bin fasziniert. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber hey Leute, danke. Ja, ich kann es auch nicht verstehen, wie man so eine Person gut findet nach dem heutigen Podcast-Video. Nach der Schwarz. Ja. Gelöscht und blockiert. Gesperrt. Gesperrt. So, genau, gesperrt. Wahrscheinlich nur eine Anzeige drauf. Ja, wenn wir das überhaupt durchkriegen, den Podcast, das ist so die verbotene Folge mit Tatze. Wie es da bei den Ärzten das verbotene Album gibt, genau. Gibt es dann bei Kino mal die verbotene Folge. Das verbotene, wie heißt das, Bitube? Podview. Da, ja. Das verbotene, das da. Ja, das verbotene, das da. Und zeig's. Ja genau, da zeigst du die verbotene Folge mit das da und zeigst dann auf mich. Das, ne, verbotene, das, da, ja, von das verbotene das da von Kenuma. Das ist... Nee, aber ich nehm's mit Humor. Ich hab mich dran gewöhnt, ja. Wusstest du übrigens... beim nächsten Podcast stellen wir wirklich hier was zu trinken hin und jedes Mal trinken wir dann ein, wenn du M sagst. Dann möchte ich sehen, wie das Video zu Ende geht. Ich glaube, dann kann ich die Fragen gar nicht mehr ablesen. Aber die musst du ja dann fragen bei Sud. Du musst nur antworten, das ist ja das Lustige. Also Sud wird dann antworten. Das wird noch lustiger. Das Blöde ist, der verträgt genauso wenig Alkohol wie ich. Ich muss Sud dazu kriegen, dass der das sich irgendwie abtrainiert, zumindest für den einen Tag. Sonst wird es sehr, sehr böse ausgehen. Ich stelle den Alkohol auf den Tisch. Ja, natürlich, das sind schon mal ins Eisfach, ne? Genau. Nee, wusstest du tatsächlich, bis vor 3 oder 4 Jahren war Sud gar nicht aufgefallen, dass ich schwarz bin? Verarsch mich nicht. Nein! Es ist das Erste, was man bei dir sieht. Ich weiß, aber es ist ihm wirklich entgangen, dass ich schwarz bin. Ich frage mich so oder so, was kam in seinen Kopf, dass er eine schwarze Puppe gekauft hat? Ja, keine Ahnung, er hat einen Buhmann besucht, habe ich gedacht. Nein, wir haben uns von Anfang an verstanden. Und dann bist du doch teilweise die Hauptfigur von Keduma geworden. Ja, ich bin ja auch das Maskottchen und ich bin ein dunkelhäutiger Mexikaner, der sich noch nicht mal Schuhe leisten kann, der seit 17 Jahren, ich bin ja erst seit 2004 dabei, seit 17 Jahren, also dieses Jahr 18 Jahre, keine neue Hose, kein neues Oberteil und keinen neuen Hut bekommen hat. So eine arme Sau bin ich. Kannst du mal sehen, wie viel ihm an dir liegt. Ja, traurig, ne?
Obwohl meine Hände, meine Füße und mein Gesicht, das wurde restauriert. Ich hatte sogar mal an meiner rechten Hand einen Ehering mit roten Rubinen, weil ich ja mit Lindy verheiratet bin, aber der wurde mir übermalt. Ja, natürlich. Wie wird das denn aussehen? Schwarzer mit Schmuck? Ja, da glauben alle, ich hätte den Schmuck geklaut, weil ich schwarz bin und nicht was. Boah, wir kommen hier von dem Niveau nicht mehr runter. Das wird nur noch Hasskommentare geben. Seid bitte gnädig zu uns. Wir haben auch dunkelhäutige Freunde und das ist hier alles nur Comedy. Boah, wir kommen aus dem Niveau. Denkt immer an Chris Toll. Darf er das? Ja, darf er das. Ich. Nur weil er schwarz ist, heißt das nicht, dass ich über ihn keine Witze machen darf. Ja. Das wäre doch noch mehr Rassismus, wenn ich einfach nur lieb zu ihm wäre. Ja, du siehst mich als... Schwarz an als Schoko? Danke. Ein Toastbrot? Du bist ein Toastbrot, du bist eine Kartoffel, weil du weißt, Mist. Aha. Jetzt geht's los. Ja. Steck die Kartoffel in den Backofen, ja? Ja. Dann wird die aber braun. Oder nur knusprig. Willst du damit etwas Zweideutiges andeuten? Das überlasse ich deinem Fans. Oje. Nee, das ist schnell zu Frage 20. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass ich Fans habe. Ja, tatsächlich, ja. Es haben sich sogar mehr Leute Gretel und Zauberer Zoppo angeschaut, als sie nach der Ausstrahlung der 5. Folge erfahren haben, dass du bei der Serie mitgesprochen hast und sie dann alle gefragt haben am Ende, okay, die hat jetzt nur in Folge 5 mitgesprochen. Wo jetzt genau? Habe ich irgendwas verpasst? Und dann musste ich es aufdecken und alle so... Okay. Also war die eigentlich enttäuscht? Ich glaube, das ist ein Petit, habe ich keine Fans mehr. Sie war nicht enttäuscht, aber sie sind natürlich davon ausgegangen, dass du eine Rolle einsprichst wie die... adlige Frau oder den Fritz, und als es dann aufgedeckt wurde, du hast die Nuss gesprochen, das war ja dann so kein Text, sondern du hast ja nur Laute und Geräusche von dir gegeben, dann waren sie überrascht, aber einige haben auch gesagt, wow, Respekt, ich habe es versucht, also einer hat es versucht, stimmlich nachzumimen, er hat es nicht geschafft, ist am gescheitert und hat gesagt, ja, also Respekt, da muss der Hals bestimmt ordentlich wehgetan haben. Pervers, ne? Ja, genau, du hast, während du das eingesprochen hast, hast du deine... Nein, das Video wird jetzt überhaupt nicht veröffentlicht. Ruhe, weiter. Wenn du das jetzt aussprichst, werden wir gesperrt. Du hast deinen Anstoß gegeben. Nein. Anstoß. Wir haben keinen Anstoß gehabt, keinen Anstoß gegeben. Oh je. Wenn du irgendwann bei einer Rolle stöhnen und solltest, dann machen wir das dann live, dann sagen wir deinem Verlobten, dem Tobi, Bescheid. Gib mal und dann halten wir das Mikrofon da. Natürlich, klar. Genau, herrlich. Frage 20. Boah, ich bin fertig mit den Nerven. Frage 20. Würdest du auch weiterhin aktiv als Sprecher sein wollen? Ja, du hast doch gerade schon geplant, dass ich schon bei dem nächsten Podcast dabei bin. Ja, das also bin ich schon automatisch dabei. Ja, das habe ich ja geplant. Ich habe dich ja noch gar nicht nach deiner Meinung gefragt. So, würdest du das denn auch machen wollen? Für dich doch immer. Boah, ist das eine Schleimerin. Ich kann sie nicht. Weißt du, erst sag ich was, ist auch nicht gut. Dann bin ich nett, ist auch nicht gut. Sag ich was über Toastbrote, bin ich auch nicht gut. Also entscheid dich ja, mal. Ja. Erst machst du mich rassistisch fertig. Dann haust du da Sachen raus, die so zweideutig sind, dass ich knallrot anlaufen würde, wenn ich nicht schwarz wäre. Und jetzt sagst du ja, dir zuliebe immer. Ich sagte, du kannst dich nicht entscheiden, was du möchtest. Nee, ich kann mich nicht entscheiden. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja, liebe Leute von heute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei diesem ganz, ganz, ganz besonderen, verrückten Podview. Ich glaube, das war der verrückteste Podview, den ich je hatte, wenn ich das so sagen darf. Ach komm, das sagst du jetzt einfach nur so.
Ja, stimmt, der Podview mit der Ramona und Manu war viel schöner. Siehst du, ich wusste es. Ja, weil die haben keine rassistischen Witze gemacht. Nee, die hatten nur Bukake-Spitzen. Ja, die hatten nur Bukake-Spitzen. Cool. Wenn du lieber auf Bukake stehst, okay. Ja, wolltest du auch mitmachen? Oder? Nein, danke. Dann spielst du den Keks und dein Ehemann, hätte ich schon beinahe gesagt, dein Verlobter muss es irgendwie schaffen, sich... Ich wollte gerade sagen, sag nur Verlobter, wer will das schon heiraten? sich in einen Kreis herum aufzustellen. Mit sich selbst. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das wird sehr schöne Verrenkungen geben. Du bist so schlimm. Ja. Ja, liebe Leute, danke, dass ihr euch das angetan habt. Also wenn ihr es bis jetzt wirklich in einem Zug euch angetan habt, dann Respekt, Hut ab von uns beiden, dass ihr euch so viel gequirlte Affenscheiße antut. Aber wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn das Video mehr Aufrufe bekommt als die anderen Podviews oder noch beliebter wird, dann fange ich wirklich an zu zweifeln. Ein interessantes Thema werden. Ja, dann wäre das echt ein interessantes Thema. Ich verabschiede mich jetzt auch mal. Ich bedanke mich an die Fans, die ich habe. Ich wusste wirklich nicht, dass ich Fans habe. Ja, ganz viele. Ich verstehe es auch nicht, warum du Fans hast. Ja, ich auch nicht. Aber umso mehr habe ich mich gefreut, das gerade zu hören. Ich weiß nicht, wie die Anzahl der Fans ist. Eins. Ja, das ist mehr als du hast. Nee, der eine Fan war ich. Ah, war ich, bis du jetzt. Warst es, du ja, warst jetzt, es. Jetzt hast du keine Fans mehr. Also habe ich keine Fans mehr. Es war wunderschön, dass ich Fans hatte. Ja. Ich kann verstehen, wenn ihr nach diesem Podview, ich kann das immer noch nicht aussprechen, wenn ihr nach diesem Video mich immer noch mögt, was ich aber bezweifle. Es war schön, euch an meiner Seite gehabt zu haben. Und ich bedanke mich damit. Ja, also war auch ein ganz besonderer Podview. Das war auch mal dich privat zu Ohren bekommen haben und nicht nur den Fritz, sondern auch mal wirklich mit Tatze persönlich reden konnten. Ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis. Und wenn dieser Podview wirklich, wirklich so beliebt werden sollte... Wenn er überhaupt online geht? Ich versuch's. Sollte er es wirklich schaffen, wir nicht gesperrt werden und dieser Podview richtig beliebt werden... würdest du dann nochmal ein Podview mit mir machen, nur wegen dem Podview, den wir jetzt aufnehmen? Alleine dafür, dass ich dann so schockiert bin, dass ich das so toll fand, würde ich das auf jeden Fall machen. Also, aber auch nur, wenn du andere Fragen für mich hast. Andere Fragen, okay. Und schon wieder ist das Glas leer. Ja, dann schaltet auch beim nächsten Podview wieder ein. Nochmal danke für deine Zeit und du hast dir ja heute sehr viel Zeit genommen. Ja. Und denk, Leute, ich bin nicht rassistisch. Nein, ist sie wirklich nicht, das kann ich bestätigen. Sie ist eine ganz, 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 ganz tolle Person und ich bin froh, dass ich sie als Sprecherin habe, genauso wie... Aber nur als Sprecherin, nicht als Freundin. Ja, ich bin ja nicht mit dir zusammen. Deswegen wir sind keine Freunde. Doch, Freunde aber du bist nicht meine Freundin. Ich bin nur deine Sprecherin, hast du ja gerade gesagt. Aus der, das ist mich persönlich. Aus der Nummer bekomme ich nicht mehr raus, ne? Nein. Ich habe dich doch so lieb, Tatze. Das würde ich jetzt auch sagen. Wir sind nur Sprecherkumpanen. Wir sind nur Arbeitskollegen. Genau, mehr nicht. Und auch nur weit entfernte Arbeitskollegen. Und weil ich schwarz bin. Genau. Im Dunkeln sind wir noch weiter entfernt. Weil man uns da nicht sieht. Mich sieht man. Aber mich auch, wenn ich die Augen aufmache, dann sieht man das Weiß in meinen Augen. Bei den Zähnen konnte man sich jetzt streiten. Die sind gelb bei mir, weil ich rauche. Und damit haben wir ein weiteres Geheimnis von mir entlüftet in den letzten paar Sekunden. So, jetzt mache ich aber Schluss. Das hat sonst kein Ende mehr. Genau. Ich mache Schluss mit dir und mit dem Podview. Nein, Spaß. Mit dir mache ich nicht Schluss. Ich bin froh, dass ich dich habe. Ich mache jetzt Schluss mit dem Podview. Danke fürs Reinhören. Schreibt alles Mögliche in die Kommentare, was euch einfällt. Teilt es, macht sonst irgendwas. Denkt an die Essenskommentare. Genau, denkt an die Essenskommentare. Hört euch den Podview auch gerne noch ein zweites Mal an, wenn ihr Chatroulette spielt. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.